Wie cool wäre der in groß? Hallo Freunde des zauberhaften Lego-Sets, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan und ich habe hier die 75397, den fahrenden Ritter aus dem Harry Potter-Universum. Ich habe erst vor kurzem mir den Katalog Oktober bis Dezember 2021 geschnappt und war ein bisschen verwundert, dass der da noch drin ist, weil ich dachte, der hätte schon lange End of Life erreicht. Aber eine kurze Recherche, ja, bei Lego ist er ausverkauft, ihr kriegt den aber noch bei diversen Händlern und auch immer noch rabattiert. Und für die Harry Potter-Fans da draußen ist es vielleicht ganz interessant, mal zu gucken, ob der sich noch lohnt. Und darum dachte ich, ich ziehe den mal hier durch. 403 Teile, Listenpreis 39,99, drei Minifiguren, ein Schrumpfkopf. Und wir fangen mal mit den Minifiguren an. Die sind jetzt nicht wirklich was Besonderes. Das sind Stan Shunpike, Ernie Prang und natürlich Harry Potter. Keiner der drei hat einen Beinprint, an sowas wie Armprints ist überhaupt nicht zu denken. Das sind ganz, ganz einfache Figuren. Was vielleicht ein bisschen besonders ist, was wir nicht so häufig sehen, ist dieses schüttere Haupthaar des Ernies. Das ist süß gemacht und also man erkennt die Figuren wieder, wenn man den Film gesehen hat. So ist es nicht. Und ich weiß gar nicht, wie es um die Exklusivität bestellt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden, also der Ernie und der Stan, nicht in anderen Sets auftauchen. Und für die Sammler ist das dann schon interessant. In Harrys ertrinken wir ja mittlerweile. Harry hat hier übrigens die Mini-Beine, Entschuldigung, die Medium-Beine, die sind beweglich. Das ist immer wieder ein Highlight, hier in diesem Fall in Tan. Finde ich gut. Ich weiß aber nicht, ob man tatsächlich die 40-Euro-Liste ausgibt, um diese drei Figürchen zu haben. Das müsst ihr selbst entscheiden. Der eigentliche Witz dieses Sets ist natürlich der fahrende Ritter, dieser Höchstgeschwindigkeitsbus, so möchte ich ihn nennen. Und den schauen wir uns im Detail mal an. Also erstmal, der ist gebaut wie so ein klassisches City-Auto. Da gibt es keine Lenkung oder irgendwelche bahnbrechenden Bautechniken. Das Ding ist super simpel. Und ähnlich wie bei City oder genauso wie bei City regeln hier Aufkleber. Also das ist ein Sticker-Set. Wenn ihr hier vorne einen Kühlergrill seht mit einem Kennzeichen drunter, Sticker. Hier vorne Night Bus, Night mit KN, weil Ritter, ne? ist dann Aufkleber. Der Hinweis, dass der Bus All Destinations anfährt, also außer alles, was unter Wasser ist, auf beiden Seiten Sticker und auch im Bus selber finden wir noch Aufkleber. Ich glaube, das einzig geprintete Teil ist oben drin. Da können wir auch gerne mit anfangen, ist mir eigentlich egal. So, es sind zwei bedruckte Teile. Wir haben einmal den Daily Prophet. Das ist jetzt übrigens wieder so ein Video, wo ich ab und zu hochgucke, um sicherzustellen, dass ihr über meine zweite Kamera auch was seht, weil ansonsten erzähle ich euch was über Details und zeige die euch nicht, weil ich es mit dem Kamerabild nicht hinbekommen habe. Also muss ich ein bisschen luschern. Da ist der Daily Prophet mit der klassischen Anzeige The Boy Who Lived, wo ich mich auch schon gefragt habe, ob die wirklich immer exakt die gleiche Zeitung rausbringen oder ob es da auch mal andere Titelseiten geben könnte. Aber gut, die Fliese kennen wir aus zig verschiedenen anderen Sets und sie sieht gut aus. Das passt schon. Und in der Truhe, die hier oben drin sitzt, haben wir dann einen kleinen grünen Trank und noch einen klassischen Lego-Brief. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Da ist der Brief, da ist der Daily Prophet. So. Ja. Ihr merkt auch, das Dach habe ich relativ einfach abbekommen. Dieses Dach besteht einfach nur aus zwei 4x6 Plates, einer 2x4 Teil und dann hier zwei 1x8, 10. 1x10 Plates und das wird dann zusammengesetzt und hier oben sitzen dann auf beiden Seiten jeweils eine Fliese und dann fasst das da rein und dann ist das Dach zu. Das ist also jetzt nicht modular, dass man das noch irgendwie befestigen kann, aber es sitzt recht ordentlich drin und in Vorbereitung auf diesen Dreh musste ich auch erstmal mir angucken, wie kriege ich das Dach da eigentlich runter. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, der steht hier schon ein paar Tage. Was an dem Gefährt natürlich auffällt, ist, anders als ein Citybus, wir haben drei Stockwerke und das wird über viele, viele Fensterscheiben geregelt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Mocker an diesem Set Freude haben, wenn sie viele Fenster brauchen. Was natürlich speziell ist, ist die Farbe. Also die Fensterrahmen in Lila musst du erstmal Verwendung für finden. Aber die Fensterscheiben sind natürlich üppig, einige dabei. Und das gibt dem Ganzen auch einen ziemlich coolen Look, finde ich. Also der macht schon was her für die Größe. Ne? Dann haben wir,
die Möglichkeit, auch ähnlich, das kennen wir von Lego City Wohnmobilen, die Möglichkeit, das Ding aufzuklappen. Das heißt, wir haben hier eine große Tür und dann kommen wir in den Innenraum. Und im Innenraum, es sind jetzt nicht elendig viele Details, aber ich finde, sie haben die Fläche, die ihnen zur Verfügung steht, aufgrund der Größe. Ich meine, das Ding ist 6 Noppen breit. Hat man schon was reingebaut. Wir haben hier unten ein Bett, das lässt sich hin und her bewegen, weil das einfach hier auf 2 Schienen sitzt. Ich gucke da mal wieder. Da sitzen 2 Negativteils drunter und die fassen dann hier in diese Fliesenkanten und dann kann das hin und her wubbeln. Da vorne sitzt der Stuhl des Fahrers und den Sitz können wir ausklappen, weil der auf einem Hinge befestigt wird. Der lässt sich einfach fröhlich hin und her schwingen. Hat aber eben dafür gesorgt, als ich die Figur wieder rausholen wollte, um sie hier zu präsentieren, dass ich den Sitz inklusive einer 1x2-Plate in der Hand hatte. Der Stuhl sitzt weniger fest als die Figur auf dem Stuhl. So, natürlich gehört zum Cockpit auch der Schrumpfkopf. Das ist jetzt ein Problem, den zu zeigen. Ich wollte ihn auch nicht rausrupfen. Der sitzt hier vorne drin. Ich hoffe, ihr könnt ihn erahnen. Da sitzt der Schrumpfkopf. Der ist ja absolut essentiell in der Szene. Ich glaube, der sorgt auch mit für den Humor. Richtig? Richtig. Ja, dann haben wir auf der 2. Etage sitzt dann hier nur ein Stuhl. Da sitzt dann der Harry in meiner Welt. Und da vorne ist dann noch ein bisschen Platz, um vielleicht was anderes hinzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da ist eine schwarze Plate. Da könnte man zur Not noch was draufparken. Und ansonsten wubbelt da der Kronleuchter hin und her. Das ist so der Plan. Hier hinten haben wir dann noch eine Plattform, wo dann zum Beispiel der Stand draufstehen kann, wenn das Ding fährt. Ja, und das war es auch schon im Großen und Ganzen. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht das Highlight der Harry Potter Serie. Gehe ich nicht von aus. Aber ich weiß oder ich meine gelesen zu haben, dass der 3. Film und das 3. Buch sehr beliebt sind bei den Fans. Und da hat er eigentlich so seinen hauptsächlichen Auftritt. Und was ich mich dann frage: Lego zeigt uns ja mit dem London City Bus, dass sie in der Lage sind, auch große Busse zu produzieren. Warum kriegen wir den nicht mal in so einer Art UCS-Modell? Das wäre doch cool, oder? So ein richtig dicker, 3-stöckiger Bus, vielleicht sogar mit einer Lenkung. Ich meine, ich weiß, der muss nicht lenken, der schießt einfach nur durch die Gegend, wer muss lenken? Obwohl doch, ich erinnere mich an die Straßenszenen, wo er dann hin und her fährt. Also eigentlich wäre eine Lenkung ganz cool. Und wo man es eben nicht über Aufkleber regelt, sondern wo man vielleicht tatsächlich einen Kühlergrill baut und so. Das fänd ich toll, vor allem für die Fans. Die würden da mit Sicherheit riesig Spaß dran haben. Also, ich sag mal, es gab ja schon verschiedene Versionen dieses Busses. Das ist jetzt keine nagelneue Idee, die Lego da auf den Markt gebracht hat. Ich glaube, wir hatten schon ein paar Versionen davor. Ich habe mir die Bilder angeguckt zu den älteren Versionen. Das hier ist mit Abstand die hübscheste all dieser Varianten. Und wenn ihr Harry Potter Fans seid und ihr habt den noch nicht im Regal oder in eurer Sammlung und ihr habt den einfach ignoriert bisher oder er ist euch nicht aufgefallen, ist, glaube ich, jetzt noch ein ganz guter Zeitpunkt, um den abzugreifen. Ich weiß nicht, ob da Sammlerpreise irgendwie greifen werden. Ich meine, so ein Set wird ja gefühlt erstmal immer teurer, wenn es vom Markt verschwunden ist und bei den Händlern nicht mehr verfügbar. Und ich würde für dieses Set keinen Fantasiepreis bezahlen. Dafür gibt es nicht genug her. Und ich könnte mir auch vorstellen, weil es schon so viele Versionen gab, Lego wird den wieder auflegen. In einer wieder veränderten Variante. Das ist so ein bisschen, für mich ist das hier so ein bisschen der Luke Sandspeeder der Harry Potter Geschichte. Den kriegen wir ja auch immer und immer und immer wieder serviert. Aber da soll es ja dem nächsten UCS-Modell geben. Dann wäre das hier doch eigentlich auch eine schöne Idee, den mal in groß zu machen. Es muss ja nicht eine 300-Euro-Version sein, aber so für 150 oder so oder 180 und dann ein schön großer, hoher Bus, das wäre schon fein. Ich mag ihn. Ich mag die Filmszene nicht sonderlich. Ich finde die einigermaßen albern, weil das war mir zu Slapstick, aber ich bin da auch nicht die Zielgruppe. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich hänge immer noch im 2. Band fest und kommt so nichts. Aber ich verspreche, ich werde es weiter tun, weil alle Welt mir sagt, die Bücher werden so viel besser als die Filme. Und das 1. Buch war tatsächlich besser für mich als der Film. Und ich werde da irgendwann mich weiter durchkämpfen. Momentan steht das nicht zur Debatte. Was sagt ihr zu dem Ding? Habt ihr den bereits? Und ihr findet ihn gut? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr den bereits und findet ihn doch nicht so gut? Vielleicht ist er euch eine Spur zu lila, wobei das schon ziemlich gut am Original ist. Schreibt es gerne in die Kommentare.
Vielleicht braucht ihr den auch gar nicht, obwohl ihr Harry Potter-Fans seid. Da würde mich die Argumentation interessieren. Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Hier geht es regelmäßig weiter. Und vergesst die Glocke nicht, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder was hochgeladen habe. Und ich danke euch wie immer herzlich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut!